Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem GroupGraph Server. Wir haben ein erstes rosa-rotes Schaf, okay. Haben wir ein weißes und ein rotes zusammen geflirten lassen. Dann ist ein Glücksbaby rausgekommen. So mit mir spät Novolem, einfach ohne mitreden. Wir wollen farmen. Und ja, farmen noch ein bisschen, weil wir unbedingt Quarz holen müssen aus dem Nether. Ich porte dich. So, und slash tape nofo draco. So. Ich hab ich gemalt, ja meine ich. Oh, ich hab gar nichts dabei. Geh kurz holen. Slash home LP. So. Da glaube ich, oder? Ja. Nein, nicht so. So. Mal so. Dann machen wir noch Eisenspitzhacken, weil das Ding ist ein bisschen zu Ding. Zu wertvoll für mich jetzt gerade. Wir haben noch nicht so viele Levels und Verzauberung. So. Und hier. Slash home mein. Okay. Dann meinen wir weiter. Noch ein paar Diamanten suchen. Dann verzaubern. Level bekommen. Jo. Er braucht Redstone und anderes Zeugs. Weiß jetzt nicht genau, was er braucht. Wo hat er das gesagt? Ja, das hat er wahrscheinlich früher gesagt, nicht hier. Okay. Ja, farmen wir ein bisschen getrennt. Oh, hier ist Winzmarkt. Ein bisschen Kohle. Kohle könnte ich mit der Diamantspitzhacke abbauen. Aber momentan brauchen wir sehr wenig, also. Jo. Mal schauen, ob wir Diamanten hier finden. Wäre schon mal wieder in der Zeit, also. Sonst habe ich doch immer sehr viel Glück. Aber in dieser Region irgendwie nicht so. Ich hoffe, die Smaragde machen die Drop-Chance nicht so ein bisschen weg. Das weiß ich jetzt nicht. Okay. So. Machen wir wieder bis zum Ding. Ja, sind Zufälle. So. Ich glaube kaum, dass hier ein Tempel ist, so weit weg. Ja, okay, es ist gar nicht so weit weg. Vielleicht Stronghold in der Nähe. Nähe. So. Also eigentlich könnte es in der Nähe sein, aber 1005. Beim Start in dem Strip.
Tönt ein bisschen pervers. GZ. Glückwunsch. Oh, das war jetzt eigentlich ein kleiner Backwarp. Gehen wir nach oben. Schauen wir mal, was hier ist. Nach oben haben wir nichts. Redstone. So. Ja, hier unten ist wenig. Ah, hier geht's noch weiter. So. Dankeschön für das Wien Redstone. Aber ich brauch's ja nicht unbedingt. Ich gebe es wieder Novalem. Ist da. Na, bleibt auch nicht so viel. Wenn du zu mir kommst. Ich gehe jetzt nicht zurück, wenn ich schon eine Höhle habe. Ja, nach oben müssen wir eigentlich nicht. Hier hat es noch einen Stollen. Hier waren wir aber schon. Ja. Gehen wir wieder runter. Da ist ja auch nichts. Nö. Hallo, Skelett. Dich habe ich hier nicht bestellt. Du kannst schön oben bleiben. So, wir graben uns hier weiter. Ist ja nur so eine Nebenhöhle gewesen, schade. Aber in Höhlen hat man ganz klar mehr. So, wir machen Stöcke. Und noch mehr Ding. Fackeln. So. Hier Redstone. So. Ja, Diorit könnten wir noch haben. Bitte. So. Ein Dia. Wo? 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 Zeig mal wo. Wo denn? Das Ding. Das letzte. Also zeig mal wo. Okay. Ah, er hat es mir schon gegeben. Okay. Weil die Smaragde nehmen wir dann mit zu Dörfer. Und und ja, da können wir ein bisschen handeln, wenn wir ja das Lohnenswerts bekommen, also die Bücher vor allem. Ist schon etwas Nettes, also das mache ich immer gern. Auch wenn es nicht so wichtig ist. Ah nein, die nicht. Die geben ja nichts mehr. Das sind Erze. Finde ich irgendwie komisch, dass Erze nicht mehr den geben. Und das vor allem auf einer Spitzhacke. Nein, Erze gibt es nicht mehr. Auch wenn es nur ein oder zwei Erze mehr geben würde, mit Glück drei. Das wäre doch schon etwas Gutes. Hier ist irgendwo ein Zombie, der ein bisschen herummault. Wieso ist jetzt hier eins? Ich will eigentlich zwei. Komisch. So. Und Gold. Gold ist auch ein Erz. So abbauen. So. Ja.
Gestern hatten wieder ein paar gefragt, ob sie mit mir aufnehmen wollen. Klar, ihr dürft mit mir aufnehmen. Also wenn ihr ein Headset habt oder so, dürft ihr gerne mit mir aufnehmen. Gut. Es soll ein Projekt sein, es sollen mehrere Leute Spaß daran haben. Wieso nur eine? Also ich mache die Let's Plays gerne zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu hundert. Das ist kein Problem für mich. Also am besten bei YouTube, wenn ihr bei YouTube seid, sonst auf dem Server, könnt ihr auch fragen, ob ich aufnehme. Aber ich denke, wenn ihr Videos hochladen wollt, seid ihr bei YouTube oder mein Video oder so. Naja, hab noch keine zweite. Ich mache das erst, wenn ich dann richtig viel Obsidian gefarmt habe. Ist auch irgendwo Wasser. Um die Sachen wieder rausholen zu können. So, wo ist das Wasser? Da oben. Oh, das ist schlecht. Komm, schneide es und ertrinke ich nur. Also das Ertrinken, das ist richtig nervig hier in Minecraft. Weil man verliert immer zwei Herzen, wenn man dann zu spät ist und so. Dann trinkt man ein Let's Play, also ein, naja, nicht ein Let's Play, ein normaler Spieler. Ist hier auf dem Server mehrmals gestorben, weil er zu langsam war. Von einem Wassertempel und so. Das ist dann nicht so schön, wenn man dann die ganze Zeit stirbt. Oder mehrere Leute sind an einem vorherigen Part, habt ihr es ja gesehen, glaube ich. Mehrmals gestorben in Lava im Nether, ist auch nicht so schön. Also, ich weiß nicht, was Minecraft da will. Vor allem Mojang, wieso er es so unfair macht. Aber wenn man zum Beispiel im Nether ist und dann sofort Lava kommt, weil Lava doppelt so schnell ist im Nether. Hey, was hat der für Glück? Dieses Glück. Auch Dias. So, hier lieber mal ein bisschen sicheres sein. Fünf Stück. Fast in die Lava. Du wirst brennen. Ja, dann halt nicht. Von mir aus. Ach Gottchen, diese Creeper explodieren einfach überall. Sechs. Was ist denn los? Gib mir den Ding. Ist Kohle. Oh, hier kommt Lava runter. Also hier gehe ich jetzt nicht weiter. Das ist jetzt mir zu wenig. Wertvoll. Dafür zu viel Arbeit. Mal schauen. Da oben ist ein Zombie. Nicht, dass wir dann noch in die Lava geschubst werden. Da ist noch ein Smaragd. Ja, wegen Smaragdblöcken. Also ich benutze sie meistens eher dafür. Smaragdblöcken. Wenn ihr mal etwas schön bauen wollt oder so. Ja. Aber sonst lohnt sich das nicht so. Okay, die Töne kommen manchmal nicht, also dass ich jetzt aufnehme. Das blöpp. Aber es ist wahrscheinlich auch, weil es stackt. Also auf dem Server stackt immer alles, keine Ahnung wieso. Das ist wahrscheinlich von einem Plugin. Und ja. Hallo, Grüße. Willst du ein bisschen Hackfleisch von dir selber? Kannst du gerne haben.
Oh, Lapis. Immer nicht. Man braucht recht viele Lapis jetzt plötzlich durch die. Jupp. Ach komm, nimm das nächste Mal bitte mehr Sachen mit. Ja, da oben war ich auch schon, ja. Ich grab mich jetzt hier durch, vielleicht ja, noch ein bisschen runter. Ja, aber hab nicht so viel. Elf, ja. Das ist schön an der Minimap. Aber die Grafikfehler manchmal hier auf dem Ding sind nicht so schön. Wieso muss Mojang die Skins verkleinern? Wenn die Skins nicht verkleinern worden würden, dann würde man die weißen Linie nicht sehen. Klar. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier zurück zum Strip Mining. Das ist jetzt weniger schön hier oben. Was ist das eigentlich? Wenn ich jetzt hier entlang, das ist dann Lava-See-Fluss. Das lösche ich jetzt mal von oben. Mal von hier. So. Dann können wir hier noch oben. So. Jetzt ist eigentlich alles, siehst du. Irgendwo in einer Höhle. Ich weiß es leider auch nicht gerade, ob da. Hinter dir. Also. Ich gebe dir mal 8 hinter dir. Aber du hörst mich ja gar nicht. Ja, no problemo. Eisen nehmen wir immer mit. Ich weiß nicht, ob ich alles mit Eisen machen soll. Also ob ich dann irgendwas. Weil, naja, in der Zukunft ist alles aus Eisen oder so. Das ist nicht so mein Fall. Mal schauen. Wir haben ja genug Zeit und Meinen ist ja eigentlich der Hauptgrund von Minecraft. Also mir macht meinen Spaß. Wie macht's euch so Spaß? Wollt ihr das sehen? Aber ich denke ja. Weil bei den neuen Let's Play, also bei den Let's Playern, die erfolgreich sind, so schneiden sie immer alles meinen raus. Das finde ich jetzt weniger gut. Das dauert etwas. Wieso dauert es etwas? Was dauert? Das liebe ich in Modpacks, dass die bessere Öfen haben. Weil das ist schon ein bisschen nervig, das lange Warten. Aber mehrere machen. So. Ich habe immer so 6 oder 7. Also in meinen Stollen brauche ich eigentlich sonst nie Ding, weil ich ja immer Eisen dabei habe. Oh. So. Machen wir gleich noch 2. Gut. Ah.
So, mal schauen, ob ich hier noch was finde. Wäre schon gut, also. Ich brauche die aus den Hülle und Füllen. Weil ich sehr viele Rüstungen doppelt, dreifach, fünffach machen muss, bis ich die richtige Verzauberung habe. Und auch bei den Spitzhacken vor allem am Anfang. Später kann ich dann ja mit Büchern, also ja, Bücher werden wir danach noch machen. So. Einfach optimal. Ein bisschen fürs PvP trainieren. Weil dann können wir nachher in die PvP-Welt gehen zwischendurch. Damit es einfach ein bisschen Spaß macht. Oder ein LP-Projekt machen. Ein PvP auf diesem Server-Projekt. Weil es wird eine... es wird eine Welt geben, wo ihr Survival-PvP machen könnt. Und dort wird der Spawn dann jede Woche oder so verschoben, damit nicht alle immer beim Spawn sind. Und ja, dann... Ja. Muss jetzt gerade nicht zum Ofen. Hab alles bei... Was macht der? Hat er da drüben einen Strip? Dachte schon, er gräbt so schnell. Er ist Supergräber. Ja. Und was hast du hier so? Du greifst wahrscheinlich dann mit der Spitzhacke. Ja, das mache ich erst, wenn ich dann Haltbarkeit. Was gibt es Haltbarkeit? 3, 4, 5? Weiß ich jetzt nicht, ne? Aber ab 3 lohnt sich selbst, glaube ich, ungefähr. Ach komm, hey. Also Eisenspitzhacke zu meinen ist echt mühsam. Da müssen wir was machen. Ich gehe verzaubern, glaub. Noch ein bisschen. Ein bisschen Gold mitnehmen, wieso nicht? So, also dann gucken wir mal. Bücherregal, stimmt. Das Lapis kann ich hier mal reintun. Die Dias werde ich auch hier reintun. So. Wir brauchen Bücherregal. Dann legen wir mal den Stein hier rein. Machen halt dann mehr Kisten. Weil wir, oh, es ist schon voll. Shit. So, das hier rein, das hier rein. So, das mal noch schmelzen. Die hier rein. 47 Rechtsumblöcke. Shit. So, Bücherregale. Das, nein, das, nicht das. Das, Leder, da. Und, Eichenholzblätter. So, nochmals. Ein, so. 15 Bücher, ja, das reicht für ein paar. 5 Regale.
So. Aber jetzt brauche ich vor allem mal wieder Leder. 5 reicht nun wahrscheinlich noch nicht für 50. Ja, warte, bis ich eine gute Ding habe. Spitzhacke. Ah. Das ist jetzt nicht so gut gewesen. So. Das möchte ich gerne wieder runter haben. Okay, muss noch ein bisschen Holz investieren. Kühe schlachten, genau. Dann gehen wir mal hier runter, holen Weizen und gehen dann zum Kühen. So. Nicht nur ein Korn. Wir machen nicht ein Einkornbier. Wir machen hier wieder ein bisschen. Wir pflanzen hier wieder an. So. Machen uns kurz, weil wir gerade so viele Dinge haben. 2 Truhen, Crafting Table, so, Crafting Table hätte ich hier gehabt, aber 2 Truhen, den mache ich mal weg und zwar irgendwo, wo wir nicht brauchen, können wir noch woanders ein Crafting Table hin tun. Und zwar möchte ich hier Crafting Table, eine Eisenhacke machen und hier nochmals ein bisschen aufforsten. Ach komm, ich brauche keine Axt. So. Anpflanzen. So, Dele. Ja, du bist doch super. Gut, den Baum, der ist so richtig groß, den möchte ich noch ein bisschen behalten. Brauche ich jetzt noch nicht so viel Eichen, Birkenholz. Nicht Birkenholz, Tropenholz. Genau. Ich brauche Leder. Ah ja, die Hacke musst du ja noch zurücklegen. So, kommt mal hier hin. So. Wir brauchen mehr Kühe, weniger Schafe eigentlich. Schere haben wir drin? Nö. Dann werde ich hier noch ein bisschen scheren. Sodele. Gut. Jetzt seid ihr alle schwarz. Okay, gut. Haben wir das. Jetzt gehen wir nach oben. Da, hoch oben. Und dann haben wir wieder eine Diamantaxt. Oh, ich müsste die verschmelzen dann, oder was? Machen wir eine Ding. Machen wir einen Amboss. So. Okay, gut. Haben wir das. Dann machen wir noch ein paar Bücherregale und dann gehen wir wieder. Gehen wir verzaubern und dann
Ah, hier müsste ich noch einen Weg hinbauen. So. Wie ist denn das denn? Sodele. Gut. Und zwar mehr Eichenhölzer. Ah, zuerst. So, so. Nicht Buch, Leder. Ah, nur 6. Immerhin. So, der. Da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr. Dann. Machen wir das mal. Ja, genau. Jetzt habe ich schon wieder 2. Eine Axt. Eine Spitzhacke, meine ich. So. Jetzt ein Lapis Lazuli. Und dann hier. 18. Wieso wechselt das eigentlich nicht? Ach, Menno. Wir brauchen mehr. Ist jetzt gerade egal. Ja. Tun wir noch die Sachen weg, die ich jetzt gerade nicht brauche. Das, das. Das, das. Das. Das hier. Und das hier rüber. Noch kurz eine. 2 Schaufeln mitnehmen. Und eine Spitzhacke noch. So. Mehr brauche ich jetzt gerade nicht. Die Axt kann mal hier rein. Meinen. So, ich bin zurück. So, die nächste Folge wird dann wieder eine Baufolge oder so etwas. Mal schauen. Wir machen noch ein bisschen. Kann auch ein bisschen längere Folge sein. Weil es geht so schnell zum Hochladen. Wenn es in der Farm hätte, mehr Kühe, in der öffentlichen Farm, aber jemand tut die Kühe nie nachzüchten. Ein bisschen frech. Aber dann hätten wir geholt dort noch ein paar. Dann hätten wir eine Verzauberung auf Level 30, aber ja, müssen noch ein bisschen Geduld haben, die Kühe züchten. Okay. Bis später. So, finden wir auch irgendwas? 3 Eisen gefunden, sonst ist ja. So. Die PvP-Welt. Das war eigentlich schon lange unser Ziel hier auf dem Server. Aber es ist ein bisschen schwer zum gestalten, damit ihr einfach eine eigene Welt habt und nicht sie unfair wird und so. Machen wir ein paar Sachen als Plugin und ja, wenn ihr Wünsche habt und Verbesserungen, ja, könnt ihr gerne die Dinge
Bei der RVR-Welt bauen wir momentan nach, die wollen wir nämlich auch veröffentlichen. Das ist dann eben eher mit Völker und so. Und ja. Da müssen wir noch ein bisschen mehr mit Plugins arbeiten. Weil damit zum Beispiel die Rüstungen nicht immer kaputt gehen, weil sie aus Leder sind, müssen wir da irgendwas machen, dass die eben nicht kaputt gehen. Wahrscheinlich durch Comments, man kann die Rüstungen unkaputt mal machen. Auch alles geht weg. Alles zerbricht oder ist plötzlich aus. Ist das eigentlich hier drin? Wieso ist hier kein... Ah, da ist wieder... Ist das jetzt wieder 4? Das passt überhaupt nicht, was er da... Aber das ist ja eigentlich einer der ersten Stollen von ihm. Ja. Ja. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Hier oben. Plötzlich wieder hier. Ich weiß nicht. Ist mir ein bisschen zu kompliziert, nach denen zu suchen. Also richtig Surround Sound und so hat es nicht, dass man es merkt, in welche Richtung es herkommt. Jo, wir graben weiter. Was ja jetzt neu ist, ist auch die Space-Welt. Da können wir aber noch nicht arbeiten. Ein blau-grüner Ding. Jo. Ist das ein neuer Rohstoff? Da holt. Was ist denn mit diesem Ding los? Wieso sind die gestorben? Keine Ahnung. Mysteriös. Was geil in Minecraft wäre, wenn man die Steine dann irgendwo in einen Haufen werfen kann oder so. Das ist mehr, dass man mehr lagern kann und nicht Kisten damit zumüllt. Das wäre noch so ein Ding. Auch Holzbalken wäre recht cool. Oder die Steine so richtig zu einer Wand, also zu einem, ja, wo halt sortiert ist. Ja, wäre nicht schlecht. Es regen sich immer so viele Leute auf, dass Minecraft nicht mehr so gut ist oder so. Sagen dann immer, sie wollen ein eigenes Spiel machen und so. Wieso gibt es denn außer Minecraft eigentlich kein anderes gleiches Spiel? Also, wieso kommt dann gar nichts raus? Sind die immer noch am Arbeiten oder macht ihr überhaupt nicht mehr? Das ist jetzt so das die Frage. Ich hätte gerne ein zweites Spiel, ein zweites Minecraft. Aber wenn ihr, also wenn die Leute halt dann nicht so machen. Ich hätte gerne ein Zukunfts-Minecraft, wo es richtig Zukunft ist. Ich grab die jetzt nicht aus. 2, 3. Ich hätte gerne ein Minecraft, was in der Zukunft ist, was nicht wie Terraria oder ich weiß nicht, wie das Game heißt in der Zukunft, wo Terraria ähnlich ist. Aber ich hätte gerne so ein Minecraft in der Zukunft, wo 3D ist, wo eigentlich relativ live einfach ist. Wo nicht so kompliziert ist wie zum Beispiel The Forest oder wie das heißt, das Game. Ja. So, aber jetzt muss ich mal den Part beenden. Gleich kommt noch der zweite Part, also bei mir kommt der zweite Part gleich, ich nehme noch mehr auf. Bei euch kommen so 2 oder 3 Folgen pro Tag, mal schauen. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!